Wenn Sie diese Serie aufmerksam verfolgt haben, dann wissen Sie, das Leben endet mitunter wie ein böser Scherz. Aber manche tun schon, was sie können, um einen saublöden Tod zu sterben. Das ist Fernando, ein Mann, der weiß, in ihm steckt ein Künstler, nicht irgendein Lackierer. Entsprechend lustlos macht er seinen Job. Dabei hat ihm sein Boss eine richtig gute Lackierpistole besorgt, damit ihm die Arbeit leichter fällt. Aber Fernando hat sich nicht mal die Anleitung durchgelesen, in der steht, mit welcher Power der Lack vorne rauskommt. Plötzlich verstopft das Ding. Doch Fernando schüttelt es nur achtlos rum, bis es überraschend wieder losgeht. Er ist vermutlich deshalb gestorben, weil zu viel Lack in seine Blutbahn geraten ist. Lack enthält Chemikalien wie Glykol, das sich im Blut gut löst und äußerst giftig ist. Wenn also eine ausreichend große Menge Lack ins Gewebe geraten ist, dann hat das Glykol sein Gehirn erreicht und zum Tod geführt. Die Zeitlupe offenbart, wie schnell man sterben kann. Fernando gehört zu den Menschen, die sich ihr Leben lang verkannt und unverstanden fühlen. Und die deshalb nie richtig bei der Sache sind. Aber wer lange leben will, muss im Hier und Jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Oder er trifft bald gar keine Entscheidungen mehr.